Game Time. Dafür sind wir hier. Alle sind immer so darauf fokussiert, wie trainieren die Profis, wie trainiert der, was motiviert die Leute oder diszipliniert die Leute, um das wieder und wieder und wieder zu tun. Am Ende des Tages zählt, ob man es getan hat oder nicht, egal was es ist. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zum heutigen Smilodogs Video. Ihr habt euch ein Full Day of Eating gewünscht und es gibt's heute. Ich habe hier schon, ihr seht, geairfryte Aubergine, Loki, ein spezielles Gemüse, was man hier in Dubai sehr, sehr gut bekommt. Sehr lecker. Da gibt's noch ein bisschen Hähnchen. Ich zeige euch den ganzen Tag. Viel Spaß beim Video. Los geht's. Mahlzeit Nummer 1. Cardio ist gemacht, gedehnt, Posen gemacht, Vakuum trainiert. Ich habe Hunger wie Sau. Und das gibt's jetzt zum Frühstück. Das sind 240 Milliliter Eiklar und 3 Eier zu einem Ei-Pancake gemacht. Das macht meine Frau jeden Morgen für mich frisch. Dazu gibt es geairfryte Aubergine und geairfryte Loki. Ich lieb den. Bisschen Gurke und 150 Gramm geairfrytes Chicken und ein bisschen Hot Sauce natürlich. Die darf nicht fehlen. Außerdem für die Verdauung Ingwer, der wird pur gegessen, plus Geheimwaffe 7-Up Zero mit Apfelessig. Sommerfeld gehen auf Reisen. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen Essen vorpacken. Schon mal kurz vorab. Wir haben eine Meal Prep Company, die schickt uns jeden Morgen unser Essen. Hier haben wir Shrimps und etwas Reis. Das sind 120 Gramm gekochter Reis. Das sind die einzigen Kohlenhydrate, die ich habe. Und das Ganze haben wir zweimal. Das wird jetzt gepackt. Post-Workout Shake wird gepackt und dann sind wir eigentlich ready to go. Wir machen nämlich heute noch einen kleinen Ausflug nach dem Gym. Wir gehen heute übrigens nicht im Binus trainieren. Wir gehen heute im, ich weiß nicht wie es heißt, Silicon Oasis. So heißt die Area. Bam. Abfahrt. Zack, da sind wir auch schon. Das Kampftuch ist an. Outfit gewechselt heute in komplett schwarz. Übrigens mein Lieblingstanktop und meine Lieblingshose. Man jetzt Rücken und Schultern in einem neuen Gym mit neuen Geräten. Hauptsächlich Techno-Gym, wir haben ein bisschen Live-Fitness-Zeug und ein super fancy Gerät, das probieren wir auch heute mal aus. Überzüge, Tiber-Rudern, Latziehen und einarmiges Rudern. Und da machen wir Seitheben, Schulterpresse, Reverse-Flies. Der steht auf dem Menü heute. Und dann geht's schon weiter. Danach gibt's aber erstmal eine Mahlzeit und auf die freue ich mich, weil ich habe schon wieder Hunger. Jetzt wird HAT gemacht. HAT. H-A-Doppel-T. Geht noch was. Eine meiner Lieblingsübungen. Tiber Rows. Und was man mal sagen muss, es ist viel wichtiger, die Schulterblätter am Ende der Übung auszuhängen und die Schulterblätter zusammenzubringen, als der ganze Rest der Bewegung. Wir machen hier kein Lat-Training und müssen das irgendwo hinziehen, sondern es geht darum, den Trapez, quasi die oberen Rückenmuskeln, auseinanderzubringen und zusammenzuziehen. Und die Aufgabe der Muskeln ist das Zusammenziehen von Schulterblättern. Also dieses hier ist meistens viel wichtiger als das hier. Vor allem, wenn man Pump in den Unterarm kriegt. Game Time. Dafür sind wir hier. Alle sind immer so darauf fokussiert, wie trainieren die Profis, wie trainiert der, wie isst der, wie viel Gramm Protein, wie viel Gramm Kohlenhydrate, welche Supplements benutzt der, wie viel Stoff benutzt der, was für Stoff benutzt der, wie schläft er. Das sind die ganzen Sachen, die getan werden. Egal, ob das jetzt Bodybuilder sind, Profisportler, Fußballer, erfolgreiche Unternehmer, die tun alle Dinge, um erfolgreich zu sein. Was mich aber nach wie vor fasziniert, nach so vielen Jahren Bodybuilding, was geht in deren Köpfen vor? Was motiviert die Leute oder diszipliniert die Leute, um das wieder und wieder und wieder zu tun. Die Trainings, die Diät, das wird jetzt alles sehr ungemütlich. Das sind aber Dinge, die müssen wir erledigen. Wir müssen weniger essen, wir müssen mehr Sport machen, wir müssen uns mehr quälen. Und jeder schaut immer nur drauf, was wir tun, aber nicht wieso. Also das Mindset dahinter, die Gedanken, die Disziplin, wo kommt das her? Warum machen die Leute das, was sie tun? Wie sie es tun, sieht ihr jeden Tag. Ihr habt 5 Millionen Instagram-Influencer, die euch erzählen, wie viel Gemüse, wie viel Protein und Quatsch ihr essen sollt. Ihr seid ja nicht geistig behindert. Die Frage ist aber, warum gibt es Menschen, die extrem erfolgreich
erfolgreich sind? Und warum gibt es Leute, die immer wieder am selben Punkt scheitern? Und darauf solltet ihr achten. Das Training ist zwar schön anzusehen, vielleicht interessant, welche Übungen. Das ist inspirierend, vielleicht habt ihr Bock drauf, vielleicht auch motivierend. Aber ihr müsst zwischen den Zeilen lesen. Ihr müsst bei den Videos, die ihr euch anguckt, versuchen, die Persönlichkeit dahinter mal zu verstehen. Den Antrieb, woher kommt die Disziplin? Warum ist Person XY da, wo sie ist? Erfolgreicher Geschäftsmann, erfolgreicher Sportler, erfolgreicher was auch immer. Hört da drauf. Das ist viel tiefer als jedes Rücken-, Schulter-Training, Full Day of Eating. Unheimlich interessant. Wenn ihr das einmal durchschaut habt und tief reingesehen habt und versteht, warum Menschen das tun, wird alles so viel klarer und so viel einfacher und man erreicht seine Ziele so viel schneller und effektiver. Am Ende des Tages zählt, ob man es getan hat oder nicht, egal was es ist. Egal wie ungemütlich, steil, steinig, lustig oder wie auch immer der Weg gewesen sein mag, dass man es getan hat. Ich glaube, das unterscheidet am Ende erfolgreiche und nicht erfolgreiche Menschen. Das war's. Wir haben jetzt trainiert, Stunde 45, knapp 1000 Kalorien verballert. Das ist gut. Und so wie es aussieht, haben sich unsere Pläne verändert. Der Safari-Park hat nämlich geschlossen. Vielleicht fahren wir zu IMG Adventures. Das ist ein Marvel-Freizeitpark. Das wird spannend. So, jetzt drehen wir durch. Jetzt geht's ab, Alter. Carbs-Party, Kohlenhydrat-Party. 3 Reiswaffeln oder 21 Gramm Kohlenhydrate umgerechnet. Gibt's jetzt. Achtung, kennt ihr das Bier? Und zwar, jetzt gibt's Müsli für Arme. Ich beiß einmal hier rein und dann trinke ich einen Schluck Eiweißpulver hinterher und zerkau das. Dann stelle ich mir vor, dass ich Müsli esse, aber es ist eigentlich nur Reiswaffeln und Eiweiß. Die Vorstellung macht. Endlich. Mahlzeit numero due. 120 Gramm Reis, Okra, wie ihr schon gesehen habt. Shrimps, sehr viel Salz und ein bisschen Zero Currysoße. Und tatsächlich haben sich da ein paar Erbsen eingeschlichen. Das wird jetzt ordentlich reinverleibt. Das sind 200 Gramm Shrimps, so 150 Gramm Gemüse. Wir haben übrigens noch eine illegale Zucchini hier drin. Warum auch immer, die nur eine Zucchini geliefert haben. Aber sehr gesund, sehr leicht zu verdauen. Und, oh, Hot Sauce habe ich vergessen. Ich habe am Tag ca. 300 Gramm Eiweiß, unter 100 Gramm Kohlenhydrate und so 50 Gramm Fett. Hauptsächlich durch die Eier morgens und abends gibt es noch ein paar Nüsse. Das seht ihr dann später. So. Da sind wir im Wildlife Park. Wie gesagt, es ist Sommer. Dubai ist sehr verlassen im Sommer. Mit gutem Grund. 40 Grad und ihr seht, ich schwitze schon wieder. Ich habe mir übrigens abgewöhnt, nach dem Gym zu duschen. Genau deswegen. Ich habe mir übrigens was Nettes zu trinken mitgenommen. Da sind Selleriestangen drin, Ingwer, Antioxidantien als Pulver, Zitrone. Und es ist schön kalt, dass ich nicht verglühe hier draußen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen Flamingos gucken. So, wir haben es geschafft. Unsere Safari-Tour war jetzt nicht so erfolgreich. Wir sind jetzt bei Blue Water Island. Im letzten Video waren wir auch schon hier, wo wir shoppen waren. Wir trinken jetzt hier einen Kaffee gemütlich. Und es gibt jetzt Mahlzeit Nummer 3. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Wie ihr schon gesehen habt, wieder 200 Gramm Shrimps, 120 Gramm Reis und Okra. Außerdem habe ich wundervollen Besuch aus Deutschland bekommen. Und zwar Alessandro ist mit seiner Freundin Elena aus Deutschland hier in Dubai zu Besuch für Urlaub. Und Alessandro und ich, wir kennen uns jetzt schon 14, 15 Jahre. Er war damals Schülersprecher, bevor ich Schülersprecher geworden bin. Wir haben unsere Jugend gemeinsam verbracht und es ist sehr angenehm, über alte Zeiten zu sprechen, über deutsche alte Zeiten. Wir verbringen ja sehr viel Zeit in anderen Ländern und jetzt so in Erinnerung zu schwelgen, ist dann schon echt süß. Außerdem spazieren wir ein bisschen, bewegen unseren kleinen Wappen. Verbrennen noch ein paar Kalorien dazu. Also, bon Appetit. Ich habe jetzt hier in dem Restaurant, in dem Café hier meine Mahlzeit warm machen lassen. Sehr angenehm übrigens. Auch wenn ich jetzt nichts kaufe außer einen Kaffee, machen die das trotzdem. Das ist ein toller Service. Und jetzt, guten Appetit. Ja, weil wir so erfolgreiche Influencer sind, habe ich natürlich vergessen, mein Essen zu zeigen. Wir haben jetzt gerade
zwei Mechaniker hier, die unsere Klimaanlage reparieren. Die ist nämlich verreckt. Und in Dubai ist das uncool. Aber hier gibt es nochmal 200 Gramm Shrimps in einem Salat, den meine Frau gerade frisch gemacht hat. Mit Curry, Kurkuma-Gewürz, Salz. Da sind jetzt ein paar Gurkenstückchen drin, Okra, Zucchini. Im Prinzip dasselbe, nur mit ein bisschen Matsche dabei. Also ohne Kohlenhydrate, reines Eiweiß, Gemüse. Das war's. Und wir sehen uns gleich zu meiner letzten Mahlzeit. Meine absolute Favorite-Mahlzeit. Die ist ein bisschen eklig, aber für die Diät gar nicht schlecht. Ich will nicht zu viel verraten, aber ein Dessert aus Gurken. Also bis gleich. Guten Appetit. Da ist das wundervolle Stück. Das ist jetzt aktuell 7 Wochen vor der Olympia noch mein Abendessen. Das sind 400 Gramm Greek-Joghurt, 0% Fett. Da drin sind 20 Gramm Mandeln und ungefähr so 200 Gramm gehackte, ich muss es euch mal zeigen, dass ihr mir das glaubt, Gurken. Das kommt da rein, dass ich ein bisschen mehr Volumen habe, sonst habe ich Hunger. Das wird sich bald ändern. Ich denke, Neil, also mein Coach, wird, denke nächste Woche, das tauschen durch Eier. Das heißt, ich werde morgens auf jeden Fall Hunger haben. Da kommt jetzt noch ein bisschen Haselnussbutter drauf, so 10-15 Gramm. Dann habe ich meine Fette voll für heute, ein paar Blueberries, so 80 Gramm. Und das, was ihr hier da drauf seht, ist Erdnussbutterpulver. PB2 heißt es. 16 Gramm haben 5 Gramm Fett, glaube ich. Ne, weniger. Und 1,5 Gramm Carbs. Das kommt da oben drauf. Noch kann ich mir das erlauben. Das fliegt auch bald raus. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Full Day of Eating. Wenn ihr noch mehr Ideen habt oder was sehen wollt, gerne in die Kommentare schreiben. Glocke anklicken, nicht vergessen, einen Daumen nach oben, da freut sich das kleine Herzchen und einen lieben Gruß. Bis zum nächsten Mal.